Oh, hier ist das Weißbrot von nebenan. Ich mach mal kurz eine Schelte. Ich muss. Oh Mann. So, okay, die Musik startet. Gut, nochmal neu. Gut, zu einem neuen Video. Ich mache heute ein etwas anderes Video, weil ich mir gedacht habe, Starterfluss existiert. Und als ich im 24-Stunden-Stream-Versuch Starterfluss spielen wollte, dachte ich mir eins. Wie heißt Starterfluss auf anderen Sprachen? Und diesem Mythos bzw. diesem Rätsel gehen wir heute mal auf den Grund. Und zwar gehen wir hier alle Sprachen durch, die auf der Webseite starterflussonline.net verfügbar sind. Gut, ganz klassisch Stadt, Land, Fluss. Warum heißt das so? Ja, weil man unter anderem Kategorien von Stadt, Land und auch Fluss eben reinschreiben muss. Hier kein Starterfluss. Hier erinnern Sie sich an die Kindheit und spielen Sie es mit Ihren Freunden. Also ich denke, jeder der Kinder hat mal Stadt auf Fluss gespielt und wenn nicht, dann kommt mal in den Stream und dann spielen wir zusammen. Das ist funny. Anscheinend ist das Spiel ja, also die Seite wahrscheinlich von Tschechen gemacht, weil die tschechische Flagge als erstes da ist, ne? Ich würde sagen, wir machen von links nach rechts. Wir machen als erstes Tschechien. Tschechien heißt. Boah, ich kann es nicht aussprechen. Ich versuche es trotzdem, okay? Jmeno mesto svire weg. Keine Ahnung, was das bedeutet. Wir schauen jetzt das einfach mal an. Das bedeutet so viel wie Name, Stadt, Tier, Ding. Und so wird es ausgesprochen. Jméno, město, zvíře, věc. Ich hoffe, man hat es gehört. Sonst mache ich mal kurz hier nochmal aus und mache nochmal. Jméno, město, zvíře, věc. Okay. Und auf Deutsch Name, Stadt, Tier, Ding. Also Stadt am Fluss, Stadt ist drinnen, sonst nichts davon, okay? Wir machen weiter mit Englisch. Ich komme in die Kommentare schreiben, welches ihr davon wusstet. Also auf Englisch ist es ziemlich langweilig, einfach Categories Game. Ja, gut, ihr könnt hier nochmal reinschreiben, Kategorienspiel. Ja. Nichts von Stadt, Land oder Fluss drinnen. Also, naja. So, außerdem schauen wir die nächste Sprache an. Spanisch. Wie heißt es hier? Juego de Basta. Okay, was bedeutet das denn? Genug Spiel! Warte, ich mach mal kurz das Kategoriespiel nochmal. Categories Game. Das hört sich nämlich so an. Categories Game. Okay, jetzt kommt das noch. Juego de Basta. Juego de Basta. Okay, genug Spiel. Genug Spiel. Perfekt. Oh Gott. Also ich weiß nicht genau. Wahrscheinlich heißt es genug Spiel. Wenn man fertig ist, sagt man stopp. Hör auf. Sagt man ja im Ding. In der deutschen Version. In Stadtteilfluss. Wenn man alles gemacht hat, ist man fertig. Genau, Basta tutti frutti lapis. So bedeutet das. Was bedeuten die anderen Sachen eigentlich? Können wir uns auch mal anschauen. Aber wird es sonst eigentlich dasselbe sein? Basta tutti frutti lapis, ruhig. Italienisch. Ne, es ist nicht Italienisch, es ist Spanisch. Allein die Ausrufezeichen sind doch schon Spanisch, oder? Naja, wie auch immer. Wie auch immer. Schön hier. Das Video habe ich hier mal gemacht. Mal liken. Habe ich mal gemacht, weil ich finde, dass. In Pokémon gibt es Stadt, Städte, Länder durch die Regionen und Flüsse, deswegen passt es doch ganz gut. Und es ist sehr entspannte Musik, ne? Das Genugspiel haben wir hier. Dann gehen wir mal zu Frankreich. Le Petit Bug. Was heißt denn das? Du, der kleine Bug. Le petit bac. Der kleine BAC. Der kleine BAC. Was soll ein BAC sein? Jetzt mal ernsthaft, weiß es jemand, was ein BAC ist? Also, wenn ihr das wisst, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Ich habe absolut keine Ahnung davon, was ein BAC ist. Da, Linie de jeu, le petit bac. Okay, was bedeutet das? Gibt es hier irgendwie was Neues? Online-Version des Spiels, le petit bac, die jedes Kind kennt, erinnern sich an die Kindheit. Okay, sind eigentlich dieselben Sachen. Ah, man kann es auch in einer anderen Fremdsprache spielen, um deinen Wortschatz zu verbessern. Das ist doch ziemlich nice. Müsste man eigentlich auch mal machen, Christophan. Lass auch mal Französisch spielen oder so. Jetzt kommen wir. Ist das Kroatisch? Ja, müsste Kroatisch sein. Kroatisch. Stadt, Bundesland, Dorf. Mann, was? Es ist echt Bundesland? Zustand. Bitte was? Ah, Slowenisch. Kral.
Start Bundesland Dorf Online. Okay, so hört sich das an. Ja, was ist das für eine Stimme, Alter? Das spann dich. Stadt, Bundesland, Dorf Online. Dorf Online. Fantastisch. Okay, das ist auf Kroatisch. Stadt ist immer drin, immerhin. Jetzt kommen wir auf Ungarisch. Was ist das für eine geile Musik eigentlich gerade? Wo kommt das her? Irgendein Remix, okay. So, wir haben jetzt hier mal das hier. Land, Stadt Online. Okay, da ist der Fluss halt weggefallen. Obwohl der Fluss halt meistens das erste ist, was man von den dreien wegwirft, weil, come on, die wenigsten wissen Flüsse. Man kennt halt Main in Rhein-Po. Rhein in Main-Po andersrum. Egal, wie auch immer. Auf jeden Fall, die gibt's. Die kennt man ja. Diese Edelsbrücke, auch wenn sie ein bisschen sexuell verwerflich sein könnte. Aber wie auch immer. Sonst gibt's dann halt noch so andere Flüsse, Donau und so weiter. Isa. Und die weiß man halt, aber sonst viele Flüsse. Französische wisst ihr noch ein paar. Oder in England. Naja. Auf jeden Fall, Fluss wird immer als erstes gekickt, deswegen, ja, ist es so wahrscheinlich, dass sie hier gesagt haben, nee, wir lassen einfach den Fluss weg. Ország város online. Okay. Land Stadt online. Wenn die deutsche Stimme muss ich eigentlich abspielen, wie viel lustig. Gut, wir kommen zu Italien. Nomi cose città. Città wird safe die Stadt sein. Ich kann kein Italienisch, aber safe. Namen, Dinge, Städte. Okay. Namen, Dinge, Städte. Nomi, cose, città. Città. Namen, Dinge, Städte. Mhm. Dann kommen wir zu Holländisch, müsste das sein, also Niederländisch. Stadtland Rivière, also Stadtlandfluss. Okay, der erkennt jetzt nicht Niederländisch, muss ich selber auswählen. Stadtlandfluss, ja. Aber schreibt man das Stadtlandfluss? Naja gut, ich denke mal, dass sie es auf der Webseite nicht falsch schreiben würden, oder? Ich denke, es ist halt einfach Stadtlandfluss halt auf Niederländisch. Gut. Erstmal kurz Fußen hier. Boah. Okay, weiter geht's. Wir sind jetzt in Polnisch. Panschwa Miasta. I don't know, wie man das ausspricht. Oh nein, nee, natürlich Polnisch. Sprache kennt man einfach so. Państwa Miasta. Stadtstaaten. Okay, aber Stadtstaaten. Heißt es jetzt einfach so, dass es da nicht jetzt um die Flüsse und so weiter geht, sondern nur um die Stadtstaaten an sich? Sehr, sehr weird. Aber gut, wir gehen weiter. Im nächsten Land, wir haben ja Portugal. Portugal, Jogo de Stop. Spiel stoppen. Ja, das ist ein bisschen so wie das Spanische, ne? Der Name spielt darauf an, dass man eben hör auf drückt und dann ist es aus. Hör was ist mal an. Jogo de Stop. Was? Jogo de Stop? Jogo de Stop. Wo steht da dieses G? Jogo de Stop. Jogo de Stop. Jogo de Stop. Okay, wir wollen mal Spiel stoppen. Fantastisch. Gut, wir machen weiter mit Rumänisch, müsste das hier sein. Tumapan Online. Was heißt Tumapan? Was? Rumänisch, please. Was ist Tumapan? Tumapan Online. Tumapan Online. Falsch, ich wollte hier, obwohl ich kann die Musik anmachen. Was heißt das hier? Omapan. Aus Cebuano. Heißt Omapan. Was ist Omapan? Jetzt mal ernsthaft. Was ist Omapan? Hallo, mach das. Mensch. Eine Android, eine Software. Also wenn einer von euch ist, was Tomapan ist, ich habe keinen Schimmer. Was steht hier noch, wenn man das hier mal die ganze Beschreibung nimmt? Aber jetzt bitte aus Rumänisch. Tumapan, das heißt einfach so. Keine Ahnung, vielleicht hat es gar keine Bedeutung. Wer weiß. Gehen wir zum nächsten. Jetzt sind wir beim Russischen. Und auf Russisch heißt das ganze Spiel Spielkategorien. Nicht sehr spannend, aber gut, es beschreibt es ganz gut. Игра-Kategorie.
Ja, genau. Ikra-Kategorie. Spielkategorien. 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 Kommen wir zum Slowenischen. Meno, mesto, zvera, zvek. Okay. Slowakisch. Slowakisch. Naja, Slowakisch. Nicht Slowenisch. Slowakisch. Stadt. Name, Stadt, Tier, Ding. Okay, sehr ähnlich wie Tschechisch, ne? Da hatten wir es auch so ähnlich. Meno, mesto, zvera, vec. Was ist das für ein doofer? Hey, willst du mit mir? Meno, mesto, zvera, vec. Spielen? Stell dir vor, ihr sagt so, ja, komm, ich mir eine Name, Stadt, Tier, Ding. Dann noch so ganz viele andere Kategorien. Lieblingsname, Familienname, das Name, das Name. Wirklich so, lass uns das spielen. Irgendwie werden die Namen alle länger. Ich finde Stadt oder Fluss ja schon langen Namen. Aber es gibt anscheinend noch längere. Kommen wir mal zum Türkischen. İsim Şehir Hayvan Online. Name Stadt Tier Online. İsim Şehir Hayvan Online. Gut, da war ich gar nicht so schlecht mit Aussprache her. Name Stadt Tier Online. Okay. Zu guter Letzt haben wir noch das Amerikanische. City Country River Online. Okay. Ich wusste nicht, dass England Categories Game hat und Amerika, also USA, City Country River Online. Weil ich muss leider sagen, auf Twitch gibt es davon von nichts irgendeine Kategorie, soweit ich das weiß. Upsala. Zettelfluss Online. Ganz klassisch. City, Country, River Online. Stadt, Land, Fluss Online. Ich könnte jetzt mal ganz kurz noch checken, wie das jetzt aussehen würde, ob es irgendwas auf Twitch gibt. Ich muss nur kurz das Twitch-Fenster holen, bevor ich jetzt hier ewig rumstöber. Wenn passiert, würde es mich halt schauen. Den Stream Manager habe ich gerade hier. So, dann machen wir den ein bisschen kleiner machen, den wegmachen und den hier anbringen. So. Dann würde ich hier mal kurz schauen. Ich kann ja momentan leider noch nicht streamen, aber ich kann trotzdem mal reinschauen. Hallo, neu laden. Mein Laptop ist leider sehr langsam, was ein bisschen schade ist. Jetzt habe ich hier. Das Ding hier nicht da, ne? Schnelle Aktion bearbeiten. Dip, dip, dip. Wie machen wir das jetzt nochmal dazu? Boah, ich habe so lange nicht mehr hier gearbeitet, ne? Das ist so strange. Fertig. Hier Plus muss ich drücken und dann auf Stream-Informationen bearbeiten. Hinzugefügt. Ach, da oben ist es, da muss ich drauf drücken. Okay. Gibt's da jetzt irgendwie Stadt, Land, Fluss? City. Country. River. Nein, gibt's nicht. Stadt, Land, Fluss selber gibt's ja auch nicht, soweit ich weiß. Oder? Es lädt wenigstens, aber die Frage ist, ob es wirklich was gibt. Oder? Nee. Auch wenn man zusammen schreibt. Aber es ist krass, dass es deutsche Titel gibt, ne? Stadt. Aber es gibt nichts davon. Die anderen will ich eigentlich aussuchen. Aber Categories Game kann ich noch checken. Categories Game. Hallo? Hab ich schnell getippt oder was? Ah, das heißt aber anscheinend Stop Categories Word Game. Anscheinend heißt es Stop. Vermutlich. Okay, dann würde ich sagen, was ist eigentlich von diesem Video auch? Ich habe tatsächlich noch von keinem der anderen überhaupt was gehört. Ich habe bisher nur Stadt und Fluss. Ich habe nie darüber. Nie darüber Gedanken gemacht, spielen die in anderen Ländern dieses Spiel überhaupt? Ich hoffe,
ihr fandet es relativ interessant. Ich mir ziemlich viel Spaß gemacht, da ein bisschen rum recherchieren. Und sollte das ein bisschen aussehen wie ein Weißbrot, aber die, ja, mein PC ist noch nicht da und lauter Stuff, was nicht läuft. Und deswegen nehme ich das alles ein bisschen nicht so einfach, nicht so gut auf, sondern, ja, ein bisschen unprofessioneller, leider. Aber gut, ich würde sagen, wenn ihr Bock auf Stadtland Fluss habt, startet entweder das Spiel selber mal, stadtlandflussonline.net oder die anderen Sprachen. Beziehungsweise einfach mal schaut das Video von gestern an, da habe ich das auch gespielt, aus dem 24-Stunden-Stream-Versuch. Und ja, ich würde sagen, das anschauen. Ciao, auf Wiedersehen. Wir sehen uns dann bald wieder. Genau, morgen kommt noch Muppets. Und dann eine Woche mit Videos, aber das sage ich ja dann Muppets. Genau, dann anschauen. Ciao, Zickerfreak. Ciao.